Fabio und ich, wir waren in Freistadt. Wo bleibst du? Ja, du, ich warte schon am Stoppplatz. Passt. Bis gleich. Hey Johanna, da sind wir. Komm. Hallo. Hi Claudia. Servus. Fahren wir eine Runde durch Freistadt. Ja, was geht's? Ich sag mein Freistadt. Dein Freistadt, ja. Fahren wir durch den ganzen Bezirk jetzt. Sicher. Ich habe eine schöne Route ausgesucht. Okay. Von wo haben wir die gerade an? Ja, wir sind jetzt gerade am Hauptplatz in Freistadt. In meinem Zuhause. Und jetzt fahren wir mal. Entschuldige, jetzt fahren wir nach Lichtenau und Grünbach, da wo ich her bin. Ja super, dann sind wir schon gespannt. Eine der ältesten Städte mit einer der jüngsten Abgeordneten. So kann man es sagen. Genau. Eins ist nur öder. Eins ist nur öder, ja. Und du bist nur jünger. Wie schauen jetzt deine nächsten Tage aus? Du bist jetzt wieder in den Wahlkampf gestartet, sozusagen nach der Babypause. Ja, es ist eine Herausforderung. Die Kleine ist Gott sei Dank recht brav. Schreit nicht. Das heißt, ich kann es auch ruhigen Gewissens zur Oma und zur Uroma geben, zu den Urlis. Die passen stundenweise mal drauf auf. Und dann kann ich am Abend zum Beispiel unterwegs sein, wie der Sebastian Kurz im Bezirk Freistadt war in Kallenberg im August. Da haben sie zum Beispiel drauf aufgepasst. Und so planen wir Tag für Tag durch. Natürlich versuche ich auch, dass ich es mitnehme. Das heißt, manchmal habe ich schon beim Flyern dabei gehabt und sie ist schon eine brave Helferin. Wie schaut der Alltag jetzt aus? Wann stehst du auf oder wie oft stehst du auf in der Nacht? Ja, ich habe heute schon gehört, na Johanna, deine Augenringe sind auch schon ein bisschen größer. Also ah, der Panda-Bär kann sprechen. Ja, ich hoffe, das macht die Bildbearbeitung immer recht gut weg. Aber nein, ich muss natürlich öfter in der Nacht aufstehen, aber man ist es ja gewohnt, dass man relativ wenig Schlaf kriegt im Wahlkampf. Also ja, halb so schlimm. Ich bin Wahlkampf erprobt drum. Wahlkampfkind aufstehen der Nacht, alles dasselbe. Und wolltest du eigentlich selber, wenn wir jetzt gerade von Kindern reden, immer Politikerin werden? Oder was war der Berufswunsch als Kind? Richterin oder Staranwältin in Los Angeles. Was ist die schönere Arbeit, Gemeinderat oder Parlament? Also beides was für sich. Ich meine, Gemeinderat, da ist man halt wirklich an seine Mitbürger nah dran. Und da gibt es wirklich Leute, die sagen, hey Johanna, wir brauchen da einen Verkehrsspiegel, bitte dringendst. Bei uns in der Straße, in der Siedlung ist die Ausfahrt so gefährlich und da kann man halt wirklich was für die Mitmenschen, für die Freistädterinnen und Freistädter selber machen. Die Arbeit im Parlament ist ganz eine andere, weil man natürlich Gesetze beschließt, die auf Bundesebene wirksamer sind und die sind dann nicht so unmittelbar für die eigene Gemeinde oder für die eigenen Mitmenschen in der Gemeinde, in der Lebensrealität wichtig. Ja? Also da geht es nicht um Verkehrsspiegeln, sondern da geht es eben ums Bundesbudget und sonstige Dinge und das ist ein anderes Arbeiten, aber mir macht beides voll Spaß. Wenn wir jetzt an das nächste Regierungsprogramm denken, gibt es da irgendeinen Punkt, wo du sagst, das sollte unbedingt drinnen sein? Das soll man sich für die nächsten Jahre vornehmen. Für uns als Junge ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz ein ganz, ganz wichtiges, weil wir sind hoffentlich noch lange auf dem Planeten und das wird für uns, aber auch für die nächste Generation, das Lebensumfeld passen. Und das heißt für uns, wir müssen uns ambitionierteste Ziele setzen, wie zum Beispiel den CO2-Ausstoß komplett reduzieren, erneuerbare Energien auf 100% rauffahren, dass man da wirklich Energie aus erneuerbaren Energiequellen schafft. Also schau Claudia, da sind meine Großeltern daheim und der Bauernhof von meiner Großeltern und von meinem Onkel, da stammt mein Papa ab, der Storninger Hof. Und das ist immer so ein Kraftplatz, wenn ich dann nach stressigen Wien-Tagen wieder mal heimkomme, dann schaue ich immer bei den Großeltern vorbei, gehe eine Runde durch den Stall oder halt einmal quer durch. Was haben die für Viecher? Milchwirtschaft. Ah, okay. Milchkühe, ja. Genau. Und wo ist da sonst der Kraft oder dein Ausgleich zur Politik? Das ist auch da in Lichtenau. Das ist da hinten. Das ist das Jagdrevier. Da sitze ich mich auch manchmal aus. Also jetzt natürlich ein bisschen weniger, weil ich nicht mehr, also wenn ich bald aufstehen muss um 4, 5 Uhr dann, weil es gut schreit. Das heißt, ich komme jetzt in der Früh nicht mehr ganz so viel zum Jagen, aber da sitze ich mich manchmal aus und einfach nur ins Grüne schauen ist auch recht schön und erholsam. Gerade für die Kleine, glaube ich, jetzt auch wichtig. Ja, so, die begleiteten mich noch nicht mit am Hochstand. Nein, am Hochstand nicht, aber durch den Wald spazieren. Ja, genau. Genau. Frischluft tut immer gut. Viertler Luft. Wie bist du zur JVB eigentlich gekommen? Oder generell, wie bist du auf die Politik aufmerksam geworden? Mein damaliger Freund hat mich gefragt, ob ich ihm nicht helfen möchte beim Soccer Cup
organisieren, ob ich nicht die Getränke ausschenken konnte. Ich glaube, sowas, ja genau. Dann habe ich gesagt, ja, freilich, ich bin da. Ja, und so bin ich dann zur jungen ÖVP gekommen. Und auf einmal habe ich jedes Jahr den Soccer Cup organisiert und bin selber Obfrau geworden von der JVP Freistadt. Und dann ist es immer so weitergegangen. Und das Mentoring, das Landesmentoring, war ja natürlich auch cool, also das Polit-Training damals. Ja, ja. Ja. Die Liebe, das Feuer, ist übergesprungen von meinem damaligen Freund auf die junge ÖVP.